Servus Leute, willkommen zurück zu Spyro the Dragon. Mit dabei. Ja, warum spiele ich mit Sticks? Bin ich blöd? Mit dabei ist der Schmacki erstmal. Ja, und Syrax kommt gleich. Au. Ja, jetzt geht's wieder rund. Die lachen sich schon alle ins Fäustchen. Back here! Ich erinnere mich noch ein bisschen an die Level. Renn, renn, renn. Hatte ich den Fail nicht schon mal? Flups. Flups, sagt er da. Hey. Muss erst mal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Aha, runter. Moment. Ah. Gibt's gegrillte Pilze? Oh ne. Warum renne ich da rein? Ich glaube, ich war hier überall schon mal, oder? Weiß ich gar nicht mehr. 26 Parts sind schon zu lange für Spyro. Back here, back here. Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Ich will die Rita tot sehen. Und ich will da rein. Wo ist denn der andere da? Auf Handgranaten zu schmeißen. Ich weiß nicht warum, aber für mich klingt jedes Spyro-Lied gleich. Inwiefern? Weiß ich nicht, ich merke da irgendwie keinen Unterschied zwischen den einzelnen Lieder der Level. Liegt vielleicht daran, dass ich das Spiel zum ersten Mal zocke. Möglich. Dreamwave, da sind wir, oder? Ja. Okay, es fehlt noch ein bisschen was. Au! Wenigstens kann ich sagen, dass ich die Musik nicht schlecht finde. Ja, die Musik ist recht nice. Wobei ich glaube, dass dir es nicht gefallen wird, das Spyro, das ich da neulich gekauft habe. Ach, ja, hi. Ja, Serax ist übrigens jetzt auch da. Das Spyro. Hios, ey. Ja. Spyro 5. Boah. Ich kenne den Habe Weg ich nicht mehr. schon Schmacki ein bisschen aufgeklärt darüber. Kann sich was darunter vorstellen. Was meinst du in Bezug Oder? auf. Meinst du in Bezug auf meine Fails oder in Bezug auf das Spiel? Hios, ey, Spyro 5. Oh. Der Wolf kriegt halt ein paar Mal auf die Schnauze, wenn er nicht nachdenkt. Ein paar Mal zu viel. Ja, das andere ist auch zu viel. Du solltest mal denken. Ich sollte mal denken. Es klingt so, als ob ich. Das klingt deprimierend. Ah, da ist das Ende. Ich will aber noch nicht zurück. Jetzt muss ich auch sagen. Frissen. Was du oder wie? Nein, Spyro, eins habe ich mir gerade rein. Ja, er will mich Ach komm. überholen. Hä? Nee, das werde ich nicht, aber ich werde es halt so neben der Aufnahme ein bisschen zocken, weil ich jetzt gerade echt Bock drauf habe. Ah, 1998, das war noch eine gute Zeit. Ja. Ja, stimmt. Ich hab gefeuert. Wenn du dich natürlich
richtig grottig anstellst, dann werde ich dich beiläufig überholen. Aber es ist nicht gewollt. Dann aus Versehen. Ach, ist das schön, das Spiel. Spyro? Ja. Teilweise regt es mich echt übel auf, aber andererseits ist es auch wirklich schön. Was ist mit der Memory Card los? BTF. Oh, bloß nicht nach unten fallen. Bloß nicht nach unten fallen. Ist ja nicht formatieren, Cerax. Hä? Nicht formatieren, Cerax. Hm. Nee, aber das hatte einfach, die war drin und draußen und drin und draußen, drin und draußen im Wechsel. Vom Spiel her. Es hat gerade komisch geklungen vom Sound. War lustig. Wolf, jetzt drück mal Select, wie viel fehlen dir überhaupt noch? Viel. Nein. Edelsteine. Eine gewisse Menge, aber nicht mehr richtig. 152, meinst du das? Ja. Ich hab doch schon die ganze Level durchsucht. Was gibt's denn noch alles? Da war ich oben. Da war ich drin, da war ich gerade speichern, da ist so ein dummer Ritter. Und da ist die Fee. Ich glaube, ich habe was übersehen, oder? Ja, 162 Edelsteine. Warum stehen die Ritter immer wieder auf? Pustet die doch mal alle um! Das sind bestimmt noch ein paar Edelsteine in ihren Unterhosen versteckt. Keine Ahnung, wo sie ihre Edelsteine haben. Im Arschloch, wenn natürlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Edelsteine. Ich weiß nicht, ob ich diese Edelsteine wirklich haben will. Ja, die willst du haben. Die aus der Unterhose. Oh. Moment, da liegt auch noch so ein Kadaver. Tja, nochmal neu aufladen, weiter geht's. Moment. Oh, denk mal nach. Ich weiß nicht, ob ich da schon nachgeguckt habe. Ja, nicht so weit, nicht so weit. Echse. Oder Schlange oder Drache. Keine Ahnung. Was? Das ist ein fucking Drache. Ein Drache ist doch auch so. Ein Drache ist ein Drache. Ja, ein Drache ist doch auch sowas wie eine Eidechse. Nur ein bisschen größer mit Flügeln und kann Feuer speien. Hm. Es hat auch Schuppen, ja. Eine Schlange hat auch Schuppen. Immer zum Level anfangen. Gras da mal ab, dass du alle Gegner oben geboostet hast. Da drüben ist die Fee. Ja. Den Rest musst du halt damit umboosten. Oh, da leben noch einige. Aha. Ja, schieß mir. Oh, da sieht man's mal wieder. Ja. Er hat mir in den Hintern. Was ist mit diesem Spiel los heute? Er hat mir in den Hintern geschossen. Das hängt ja heute nur noch. Ja gut, es sind noch fast 20 Jahre hier vergangen. So, Level anfangen. Alter, was ist mit dem verkorksten Spiel jetzt hier los? Vielleicht CD-Kratzer, Seax? Kann gut sein.
ist ja auch schon alt. Als Kind, naja, wie alle Kinder, gehe nicht so gut mit den Sachen um. Nein, kein Kratzer. Ein fucking Haar. Ein Haar. Was ein Haar mit einer Zunge machen kann. Haarsfreiheit bin ich. Passt aus, der Hass. Irgendwo habe ich, glaube ich, einen Ritter übersehen. Wie viel fehlen dir denn noch? 127. Du meinst, dass es noch 40 Ritter gibt oder so? 40 Ritter? Jetzt überschlag mal, wie viel gibt ein Ritter? Ein Edelstein. 10, glaube ich. Jetzt gib auf Select. Bist du sicher, dass es so viele sind? Nein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt es nicht ist. Jetzt bleib mal stehen. Nein, geh mal wieder zurück in den Raum. Schau dich mal um. Ja, da ist ein Gang. Vergiss die Wände. Wie komme ich da hoch? Tja! Irgendwo an der Wand findest du was. Hallo. An der Außenwand. Ja, ich habe da schon was gesehen, aber ich glaube, dass ich da nicht hinfliegen kann. Zeig's mir mal. Was hast du gesehen? Moment, ich muss mal schauen, wo das jetzt war. Kleiner. Hast du mich gerade echt kleiner genannt? Vom Orientierungssinn ja. Da hinten. Jetzt überleg mal, geh mal hier hoch, den Strudel. Strudel. Geh mal die Stufen hoch und rein. Ja. So. Diesen Sprint brauchst du, um darüber zu kommen. Moment. Oh, stimmt das. Ich erinnere mich. Moment, ich muss da rein. Dann hier weiter rennen. Dann darüber. Ja. Oh nee. Oh. Oh ja, das war tricky. Nee, das war leicht. Das war mies. War immer noch easy. Für dich, für mich nicht. Gut, ich spiel auch ohne Tode durch. In 2 Stunden. Dafür spiele ich andere Spiele ohne Tode. Aber Spiele wie Contra zum Beispiel nehmen. Tolles Spiel! Ich war's nicht. Contra bin ich auch schlecht. Weil du es auch nicht öfter spielst. Also Contra 1 habe ich noch nie gespielt. Ausgiebig mit Contra beschäftigen. Contra 1 habe ich noch nie gespielt. Nur Contra 3 in Together und da war ich grottig. Also Contra 3 Advance. Also auf Game Boy. Das habe ich schon mehrmals durchgespielt. Auf Mittel. Irgendwie kann ich den Hard Mod nicht freischalten, was ich schade finde. Contra 3. Das letzte Mal, schon weil ich ihn her, habe ich mich nicht schlecht angestellt. Ja! Contra 1 habe ich fast durchgehabt. Ich bin im letzten Level gestorben, im Final Level. Fast. Und Wolf nicht sterben. Was muss ich am Ende machen? Einfach die Laufentaste loslassen, oder? Wenn du die Plattform erreicht hast? Nee, nach dem Absprung.
Weil wenn ich weiter die Laufentaste drücke, dann dash ich doch irgendwie so schräg nach unten. Das versuche ich jetzt mal. Das geht sich ja nicht so oder so aus. Kann das nicht fliegen, Serax? Am Ende? Ja, nur dass Fliegen halt tatsächlich auch wirklich besser ist. Aber es geht sich tatsächlich auch so aus. Eine ganz sanfte Landung. Ja, das ist genau der Sprung, den ich meine. Das war jetzt nicht so schwer. Nein! Jetzt nicht so schwer, wie ich eigentlich dachte. Ah! Meine Güte! Was ist los? Kam die Butter rein. Oh, wie ging die denn nochmal auf? Was? Wie ging denn die Kiste dann nochmal auf? Moment, die da. Von da hinten. Oh je. Oder hier ist irgendwas. Ja. Oh ja. Viele Gegner. Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich, hier war uns. Was ist mit dieser fucking City los? Ich stelle die jetzt einfach mal fertig an meine PSX. Tatsächlich, es läuft besser. Bitte. Ja, den Trick kenne ich auch. So, da unten, von da komme ich. Also. Ich weiß ja, dass man es kippen muss, wenn es hängt. Das hilft. Aber wenn es dauernd hängt, dann musst du sie vertikal stellen. Bitte steht nicht auf. Nicht aufstehen. Muss schnell hoch. Ich glaube, es ist zu spät, oder? Ich bin gleich wieder da. Warum, okay. Warum verdreht Spyro seinen Nacken so seltsam? Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß. Aber das ist halt im ersten Teil so. Au. 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 Was machst du? Ich will hier durch. Hier kommst du nicht durch. Oh, der Wolf ist wieder so. Hau mich doch. Ich renn mal mit meinem Kopf mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand. Das ist der Wolf gerade. So, und jetzt schön langsam. Also, wenn du es langsam versuchst, du kommst so nicht durch! Können die sich wieder irgendwie hinlegen oder war es das? Ah, ja! Können sie! Aber du kommst einfach so nicht durch. Graf's doch. Sollen sich wieder hinlegen? Fertig genug. So. Vielleicht habe ich Glück und die liegen jetzt alle wieder. Ja. Jetzt geh mal in den Eingang rein. Den da? Ja. Oh ja, da war das genau. Ja. Geh mal zu. So, wer da? Hallo. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich versuch's nochmal, danach muss ich den Part zurückholen. Du musst ganz schnell sein. So richtig, richtig. Wie auf der Reeperbahn. Hinten. Oh nein, da kommt was.
Mach das Teil kaputt. Danke. Jetzt kannst du platt machen, die ganzen Ritter. Der Schmack des Ritter. Dark Souls Ritter. So, erstes werden wir mal durch. Bis ich die Scheiße zum Laufen gebracht habe. Ein bisschen was fehlt noch. Ach so. Ah, Moment. Ich weiß schon. Das ist Mains. So ist Downhill. Zack, 500. Sieh. Oh, der Wolf hat was geschafft. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja? Ich glaube, das war's jetzt. Komplett. Mit dem Level? Ja. Jo, kannst zum Ausgang gehen. Moment, zuerst speichere ich. Ansonsten passiert ihm ein Dreck und dann. Ho, ho, ho. Ja, mit den Simulatoren sollte man vorsichtig. Ja, deswegen ja. Hätte ich das Spyro viel früher gehabt, dann hätte ich es auch mit Grabber aufgenommen. Ich würde es mit Grabber aufnehmen. Wie viel früher? So. Dahin. Oh! Sturzflug! Du meinst du für PSX? Ja. Weil kann man ja auf der PS2 auch spielen, deswegen. Die Original schon, ja. Ich habe ja die Original. Ja, kann man. Ja, und ich habe die PS2. Sonst könnte ich ja nicht Project Zero aufnehmen. Ach, ich bin doch so dumm, das ist der Eingang. Ah. So. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass das wie Banjo-Kazooie ist, dass der Eingang auch der Ausgang ist. Nein. Ja, ich weiß, aber... Sag das mal so einem alten Knacker wie mir. Das ist 27! Ja! 27 und alt? Ich habe schon oft gehört, dass ich ein alter Sack bin. Aber ich fühle mich noch jung. So, ich muss jetzt nur mal gucken, wo der Ausgang war. Wo waren wir noch schnell? Da, wo du nicht bist. Na danke, und so weit bin ich auch schon gekommen. Ja, du näherst dich. Genau, da hinten. Moment, so. Einfach... Kann nicht schaden, so ein... Einfach, damit er tot ist. So eine Marvel aufzusammeln, der Wolf und der Murmel-Liebhaber. Ach, was freue ich mich schon, wenn ich endlich... Twilight Princess aufnehmen kann. Zelda. Das wird geil. Also ich finde Spyro geiler. Ja, weil du mit Spyro aufgewachsen bist. Das... Ich bin auch mit Zelda aufgewachsen, aber es sagt mir einfach nicht so zu. Ich kenn's nicht. Aber Skyward Sword habe ich auch und Project Zero habe ich auch schon so wieder seit ein paar Tagen Lust. Einfach damit ich es kann. Dann beenden wir den Part hier. Das war Spyro. Ich hoffe es. Du Ratte. So. Jetzt. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fett euch. Tschüss.